Wenn in Alplan zwei Stützen verschoben werden sollen, die linke und die rechte in diesem Fall, dann ist die mittlere Stütze dem Auswahlbereich im Weg. Wenn man das Verschieben-Werkzeug nutzt, also zuerst das Werkzeug aktiviert, dann will in Alplan etwas ausgewählt werden. Und dann kann man mit der rechten Maustaste in die Zeilenfläche klicken. Dabei aktiviert sich die Summenfunktion, erkennbar am Sigma, dem Summenzeichen. Dann macht man einen Auswahlkasten über dies und jenes Objekt, was man benötigt. Falls man zu viel ausgewählt hat, kann man nochmal draufklicken, um das zu deaktivieren. Natürlich wird das benötigt. Wenn man mit der Summenfunktion soweit fertig ist, die Summenfunktion kann natürlich auch mit Filtern und so weiter kombiniert werden. Aber wenn man fertig ist, Rechtsklick zum Summe schließen und dann kann man die Bauteile von einer Ecke zur anderen Ecke verschieben.